Bitteschön. Ach nein, bitte, ich bin beim Essen. Ich möchte gern eine halbe Stunde mal nicht über Mavis reden. Ich hab ja nur gesagt, ja, sie wird immer... Hey, Sophia. Hey. Ich hätte gern einen Becher Kaffee, ein Bacon-Sandwich und eine Bärentatze ohne Haare. Auf Kreditkarte? Ja klar, ich sammle die Bonuspunkte. Mavis, das sind $4.20. Ja, aber jeder Punkt zählt doch schließlich. Man muss sehen, wo man bleibt. Auch wahr. Hey, was tut ihr denn hier? Oh, wir kommen immer her, um anständig zu essen. Oh, wieso habt ihr mir nie Bescheid gesagt? Ich esse auch gern anständig. Ihr wollt mich nicht dabei haben. Das ist doch lächerlich. Oh, nein, Mavis, bloß das ist nur weil... Es ist wahr, wir wollen nicht mit dir essen. Du stocherst immer rum. Rumstochern? Du pickst dauernd auf den Tellern anderer Leute rum. Das hast du früher schon gemacht. So, nun hab ich's gesagt. Zu deiner Information. Reste sind es erst dann, wenn ich aufgehört habe zu essen. Mavis, lass das! Weißt du was, du benimmst dich wie ein Baby. Sophia, setz bitte die Babymahlzeiten auf meine Rechnung. Ich werd's bezahlen. Geht's dir besser? Nein. Mavis, wir wollen nicht, dass du das bezahlst. Hey, ich sprich nur für dich selbst. Du hattest ja nur Kaffee und einen Toast. Aber ich hatte schließlich eine fleischige Fleischplatte und ich würde mich freuen. Mavis. Was ist? Du kannst hier nicht zahlen. Hört ihr das? Das ist eine Freundin. Das ist süß von dir, Sophie, aber ich möchte das Essen bezahlen. Ja, das möchte ich auch, aber du kannst nicht. Deine Karte wurde abgelehnt, Herzchen. Versuch's nochmal, das kann nicht sein. Hab ich schon, sie wird nicht angenommen. Dann muss sie wohl kaputt sein oder sowas, gib her. Das geht nicht. Ich muss die Karte in deinem Beisein vernichten. Doch, das muss ich, das muss ich. Und ich tue es auch, siehst du? Ich habe meine Karte kaputt geschnitten. Ray, Ray, kein Stress. Das ist schon okay. Ich kann das übernehmen. Danke, danke, Rita. Nun möchte ich gern meinen Bacon wieder haben. Du willst ihn ja, wieder? Ja, bitte, aber... Oh, Mavis. Bon Appetit. Whoopi. Ines, ich häng gerade in der Warteschleife der Bank. Wenn jemand rangeht, sagen Sie mir Bescheid. Ist gut. Aber es war doch nur ein Frühstück. Das geht auf mich. Hör zu. Wenn ich sage, ich übernehme das Frühstück, dann mache ich das auch. Danke für das Frühstück, Darling. Das war sehr großzügig. Denn von leerem Geschwafel wird man ja nicht satt. Weißt du was? Sie hat das Frühstück nicht bezahlt. Ich bezahle das Frühstück. Ich finde, du wirst hochtrabend, Jablonski. Pass auf, dass sie dir das Visum nicht wegnehmen. Wir drehen wohl langsam alle ab. Ich kann deine PIN sehen. Die Banktante hat gesagt, die soll ganz geheim bleiben. Die sagt doch, Kredite wären billig. Okay. Was soll das denn jetzt? Das ist doch Blödsinn. Wieso verweigert er die Auszahlung? Lass mich mal daran. Ich versuch's mit meiner. Okay. Welche Seite denn? Die hier. Okay. Siehst du? Ich blockiere die Sicht mit meinem Körper, damit die PIN-Nummer keiner erkennt. Nimm sofort deine Dinger von meinem Automaten. Sonst springt die gesamte Tastatur raus. Aber ich hab's bekommen. Wenn du mir deine Möpse auf den Kopf legst, kriegst du von mir auch $40. Mach einen Abgang. Und dann, gern geschehen. Und danach habe ich es am Geldautomaten versucht. Aber da kam nur diese Info, ich würde nichts bekommen. Aber das ist unmöglich, denn ich passe immer auf, wie viel ich ausgebe. Ihr hilft kolossal gegen Verspannungen im Nacken, müssen Sie wissen. Ich mache ihn sofort aus. Natürlich, ja. Oh, ich sehe hier auf dem Bildschirm, Sie haben kürzlich größere Anschaffungen getätigt. Nicht, dass ich wüsste. Aber laut Konto schon. Das habe ich nicht, habe ich nicht, habe ich nicht. Miss Ray, Ihr Bankkonto ist leer und Sie haben Ihren Dispo-Kredit überzogen. Ich habe nie einen Dispo-Kredit beantragt. Steht in Ihren Unterlagen. Janice, oder darf ich Sie dumme Kuh nennen? Ich habe nie einen Dispositionskredit verlangt. Tja, Miss Ray, besteht die Möglichkeit, dass Sie betrogen worden sind? Natürlich bin ich schon betrogen worden. Ich bin 48. Da hat wohl jemand Ihre Identität genutzt und auf Ihren Namen neue Konten eröffnet. Ist das ein Scherz? Können Sie mir das mal erklären? Wie ist es bloß möglich, dass ich zwei Riesenformulare und dann auch noch eine Blutprobe brauche, um Sister Act 2 in der Videothek ausleihen zu dürfen?
Und andererseits kommt da jemand, verwendet irgendwelche Belege, eröffnet auf meinen Namen mein Konto und niemand checkt das. Wie ist das möglich, Miss? Ja, wir wissen, das ist ein sehr ernstes Problem. Ist das alles? Hören Sie, ich werde Ihre Konten einfrieren lassen. In der Zwischenzeit sperre ich sämtliche Kreditkarten, die Sie noch haben. Und Ihren Führerschein und Ihre Sozialversicherungsnummer können Sie zurzeit nicht benutzen. Ich rufe Sie dann an. Sie wissen, dass das Weiße waren. Oh, doch. Nein, mit Sicherheit können wir das nicht sagen. Das können wir sehr wohl. Weiße können Konten eröffnen, ohne dass es gecheckt wird, aber Schwarze nicht. Die Bank erreicht? Nein, nein, Sir, natürlich höre ich Ihnen zu. Aber das passiert ja nur nicht täglich. Dieser Scheck ist nur geplatzt, weil ich ein Opfer von Betrügern wurde. Gut, wieso kommen Sie nicht einfach her? Sie bringen ein paar Chicken Wings mit und ein Bier und wir sprechen dann über... Hallo? Hallo? Mavis, die Wäscherei will vorläufig nicht mehr liefern. Die Laken umdrehen wäre eine gute Idee. Wie meinst du das? Die wollen nicht liefern. Die Rechnung wird immer automatisch vom... Und das Kabelfernsehen geht nicht mehr. Katastrophe. Dann können Sie gleich das heiße Wasser abstellen. Das können Sie leider erst Donnerstag erledigen. Mavis, da sitzt ein sehr verärgerter und erregter Mann in 511. Sein Pay-Per-View-Film war vor ihm fertig. Ich hoffe, du kannst mir da folgen. Ja, verstanden. Es war ein Porno. Lass ihn, ich weiß genau, was du meinst. Der Mann ist ziemlich stinkesauer. Er sagte, er möchte eine Frau sprechen, die was zu sagen hat. Eine dominante Frau. Hast du nicht immer gejammert, du willst mehr Verantwortung haben? Dann kümmere dich um den Mann. Oh, komm schon. Na los. Jadwiga, du hilfst ihm. Na los, komm. Sie ist der... Mavis, deine ganze Buchhaltung ist eine einzige Katastrophe. Völlig unorganisiert. Ich bin sowas von super organisiert. Ich weiß genau, wo alles ist. Und zwar in dem Karton. Bitte hilf mir mal, deine Kreditkartenbelege zu überprüfen. 63. Straße Gin Tonic, 68. Gin Tonic, 72. Gin Tonic. Oh ja, da bin ich einem Freund gefolgt, der lief Marathon. Großer Gott! Dieser Perverse hat für $600 was in Ruby's Sexshop gekauft. Das war ich. Ich war das. Mavis, wenn die Sache vorbei ist, helfe ich dir, das zu organisieren. Ja klar, das hätte mir noch gefehlt. Ich krieg das schon hin, aber trotzdem, vielen Dank. Was ist das denn? Die Sachen muss ich noch durchgehen. Vom letzten Mal. Und ich habe viel zu tun, ich will ein Hotel. Hier ist eine Abrechnung für einen nagelneuen Jaguar. Für ein was? Einen Jaguar. Hast du zu heißen Tee getrunken? Es spricht sich Jaguar. Dies ist Amerika, du Klopskopf. Jaguar. Und nur so zu deiner Erinnerung, Bruder. Ich hab gar kein Auto. So läuft es, wenn Leute dir die Identität stehlen und Bankkonten einfach auf deinen Namen eröffnen. Weißt du was? So läuft die Sache wohl tatsächlich. Wieso starrst du mich an? Ich hätte da mal eine Frage an dich. Wie bist du heute hier aufgeschlagen? In deinem neuen Jaguar? Aber das würde absolut passen, das macht Sinn. Wer wollte denn immer schwarz sein mit diesem Yo, ey, Kool-Aid-Ding? Du. Bitte, du hast eine Vollmacke, okay? Wieso sollte ich mich für dich ausgeben, wenn ich alles bin, was man sich nur wünschen kann? Heute ist Zahltag. Wir werden doch heute bezahlen. Jadwiga, was soll das? Ich hab dir gesagt, du kannst Mavis trauen. In meinem alten Land war das genauso. Zuerst hieß es, sie bezahle nicht. Ja, und dann bezahlen sie dich aber in einer völlig anderen Währung. Ich hab dir doch gesagt, Mavis ist eine ehrliche Frau. Ich arbeite seit 2 Jahren hier und hab immer meinen Scheck gekriegt. Und wenn ich mehr als die tariflichen 72 Stunden arbeite, krieg ich einen extra Bonbon. Nassim, ich brauche einen Drink, aber einen von der teuren Sorte. Was ist das denn? Das möchte ich nicht trinken. Niemand trinkt das. Mehr haben wir nicht. Was soll das heißen? Wo sind der Whisky und der Bourbon? Warte, hat denn jemand getrunken? Hör zu, Jablonski, tu mir einen Gefallen. Geh schnell zum nächsten Kiosk und hol mir eine Schachtel Zigaretten. Hast du Bargeld? Ja, meine letzten $7. Das reicht nicht. Die kosten 7,50. Dann hol das Kleingeld unter den Sofakissen raus. Das Sofageld ist meins. Ist vertraglich festgelegt.
Hey, pass auf, Jaruzelski. Dieses Hotel gehört mir. Und alles, was drin ist, ob Kleingeld oder Brieftaschen, gehört nur mir. Chikurva! Das war schlimm. Ganz schlimm. Ich weiß, was ich gesagt habe. Doch, das weiß ich. Es war irgendwas über meine Mutter und einen Zwerg. Könnte hinkommen. Na, völlig egal. Tut mir recht leid, dass deine finanzielle Lage so schwierig ist. Wenn ich dir helfen kann... Nein, aber es ist super süß von dir, das zu sagen. Weißt du, Courtney und Rita machen so ein Theater, weil ich meine Auszüge nicht ordentlich ablege. Du leckst die Dinger nicht ab. Jetzt hör aber auf. Hat hier mal irgendjemand mitgekriegt, dass ich das Opfer bin? Der Fernsehpsychologe sagte, es gibt keine Opfer, das sind Freiwillige. Der Affe soll sich in die Schlange hinter meinen blöden Bruder, seine Freundin und die dämliche Banktussi stellen und kann mich dann kreuzweisen. Ganz freiwillig. Tja, in der Schlange möchte niemand vorankommen. Meh, meh. Terrence ist da. Ich lieb ihn, du liebst ihn, wir lieben den Allgemahn. Mädels, es gibt niemanden, der sich mehr freut, mich zu sehen, als ja, du. Ja, weil du der Allgemahn bist. Zimmerjan. Wozai Mavis Jelly. Yin Han Zimmerjan. Okay. Ni Bu Bi Jimada Sheng or Doa Bulong. Oh, Mei Ling Tiena. Ich habe schon lange kein Chinesisch mehr gehabt, aber ich glaube, ich habe die Worte Schwarz und Schnorrer verstanden. Baba, Oh Guanzila. Das war mein Dad. Mein Dad hat gerade gesagt, er will Cash für die heutige Lieferung. Oh, komm schon, ich bitte dich, Terrence. Die Bank hat einen Fehler gemacht. Das wird sich aufklären. Du und dein Vater, ihr liefert seit Jahren alles für das Hotel. Ja, tut mir echt leid. Mein Vater hat gesagt, nur Cash. Wenn es nach mir ginge, würde ich auch Bargeld verlangen. Terrence, nun komm schon. Ich meine, ich habe dein College finanziert. Ich weiß. Sieh dir an, wo ich bin. Nein, Terrence, warte, lass mich hier. Lass mich hier, mein Leben. Mavis, ich hab hier was für dich. Wir hatten Kaffeeklatsch im Busch-Hauptquartier. Du hast doch wohl nicht allen Ernstes gedacht, ich würde Buschkekse essen. Ja. Gib sie Ines, die hatte heute noch nichts. Du hast es im Moment schwer, ich wollte nur helfen. Wenn du helfen willst, hör auf, für den Mann zu arbeiten, der alles noch schwerer macht. Ich hab eine Überraschung für dich. Ich bezahle die Miete. Nein. Ich fass es nicht. Hörst du, Nassim? Mein Bruder will Miete bezahlen. Er will mir Geld geben. Mein Bruder zahlt für irgendwas. Super. Hast du einen Knall? Das ist ein Scheck. Was soll ich mit dem Scheck anfangen? Du weißt doch, dass meine Konten eingefroren sind. Oh, keine Aufregung. Der ist sowieso frühestens nächste Woche gedeckt. Ich dachte nur, dich freut die kleine Geste. Werde ich meinen Lohn bekommen? Du bekommst ihn, wenn es soweit ist. Oder möchtest du als Gegenwert ein paar CDs haben? Nein, danke. Ich habe davon schon einen Stapel statt einer Krankenversicherung. Ich weiß, das ist eine schwere Zeit für dich. Also schmeiß ich ein bisschen Knete auf den Markt, bis es dir wieder besser geht. Oh, Rita, wie lieb und großzügig. Das ist ja unglaublich. Bei so viel Geld sollte man denken, dass du dir lange Röcke leisten könntest. Dankeschön. Aber ich will's nicht. Was ist los mit dir? Ich werfe dir einen Rettungsanker zu. Sag bloß, du bist zu stolz, um es dir zu krallen. Nein, nein, ich nehme nur kein Geld von Freunden. Oh, May Ray! Ich bin deine Freundin? Du hast mich nicht ausreden lassen. Oder der Freundin meines Bruders. Weißt du was? Das ist verrückt. Du hast immerhin Verantwortung. Ich meine, wie willst du Nassim und jetzt Vika bezahlen? Ich würde die zwei eher mit einer Blechdose auf die Straße schicken, als dass sie von Freunden Geld annehmen. Eine Frau mit Prinzipien. Das ist wahr. Und damit das jetzt klar ist, Freunde, ich will eure Kekse nicht, ich will kein Geld und ich will auch kein Mitleid. Ich will nur meine Identität wieder zurück. Und von euch hätte ich mehr Rücksichtnahme erwartet. Was? Ines, die Bank erreicht? So, und ich will keine Widerrede mehr hören. Wir lassen Mavis gewinnen. Sie hat die letzten drei Male gewonnen. Das reicht jetzt. Sophia, du wächst den Vulkan. Ich hoffe nicht, dass ihr noch was trinken wollt. Ich habe nämlich nur noch Wasser. Aus dem Hahn. Im Badezimmer. Nein, also ich finde diesen Birnensaft hervorragend. Ganz köstlich und mein Husten ist besser geworden. Na gut, danke, ihr wollt bloß nett sein. Ich weiß, es ist armselig, dass ihr diese Pantherpisse trinkt.
Wenn Identitätsdiebstahl so einfach ist, wieso tun wir es dann nicht? Klar. Kate Moss erhöht auf $5. Deine linke Brust wiegt schon wesentlich mehr als das ist was. Das ist wahr. Ich habe da neulich eine Geschichte gehört. Ein 61-jähriger Mann hat behauptet, er wäre Tiger Woods. Ja, stimmt, habe ich auch gehört. Ist das nicht eine bescheuerte Nummer? Wer weiß denn nicht, wie Tiger Woods aussieht? Ja, allerdings. Der weltgrößte asiatische Golfspieler. Asiatisch, du spinnst. Tiger Woods ist pechschwarz, egal was er den Zeitungen weiß macht. Ist klar, jedes Mal, wenn wir einen Star haben, will ihn jeder schnappen. Aber ihr habt doch schon Jackie Chan. Was wollt ihr denn nur noch mit unserem Tiger Woods? Genau! Gut, kommt schon, ich will spielen, ja? Ich setze 10. Ich verliere ja noch meinen Hintern. Wäre das ein Verlust? Das ging mit mir durch. Naja, ein bisschen weniger würde uns allen nicht schaden. Außer bei Rita, dann wäre er ganz weg. Was redest du für ein Mist? Die meisten Typen sappern schon, sobald sie draufglotzen. Natürlich. Mädels, ich bin raus. Ich bin auch raus. Was tust du, Sophia? Du steigst doch auch aus. Ja, leider. Ich habe nur ein paar Dreien. Oh, verdammt, Mavis, du hast gewonnen, Alte. Ach ja? Jupp. Na gut, dann lass sehen. Oh, toll. Ich ein paar Dreien und sie hat 4 Könige. Und was hattest du? Oh, Monsterblatt, das war ein Full House, siehst du? Okay, Leute, ich hab gesagt, ich will eure Hilfe nicht. Ich hab euch gebeten, es gut sein zu lassen, aber das schafft ihr nicht. Ist die Bank dran? Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Wieso hast du dieselben Sachen an wie gestern? Ja, ich habe die ganze Nacht Auszüge gecheckt, um zu sehen, ob mir noch was gestohlen wurde. Es ist so leicht. Mein Gott, ihr Amerikaner seid so abhängig von Computern und eurem Online-Banking, du meine Güte. Weißt du, in meinem Dorf im Iran gibt es nur einen Computer und der gehört einem wirklich respektablen Wissenschaftler. Er hat die Seite teenyluder9000.com. Die wird oft angeklickt, ne? Ja? Oh, nicht zu fassen, wie die Fantasiezeit rennt. Ich muss noch Fantasiegeld verdienen. Sag mal, wie lange willst du noch so pleite sein, ha? Wieso lässt du mich nicht helfen, Mavis? Weißt du was? Du hast recht. Sortier das hier. Oh, vielen Dank, Mavis. Gerne schön. Ich bin gut in sowas, ja, davon bin ich überzeugt. Ines, die Bank erreicht? Ach, wer ist denn gestorben? Offensichtlich du. Was? Sieh nur, Seite 14 in der Post. Rhythm-and-Blues-Legende Mavis Ray wurde gestern während eines tragischen Gleitschirmunfalls in South Carolina getötet. Er wurde 58. Er? 58? 58, das steht wirklich da? Hm. Wer hält mich denn für 58? Ich wäre lieber pleite als 58. Mal, das ist doch wohl lächerlich. Sieht dieses Gesicht wie 58 aus? War eine rhetorische Frage. Mavis, das ist unwichtig. Der Mann, der sich für dich ausgegeben hat, ist offenbar tot. Steht da auch, wo die Aufbahrung stattfindet? Ein bestimmtes Teil von ihm würde ich gern haben. Oh, das wäre nicht nett. Ich bin so froh, dass wir das aufgeklärt haben. Sie haben gar nichts aufgeklärt. Gott hat das getan. Er hat den Dieb bestraft. Gott hat getan, was die Bank nicht konnte oder wollte. Mavis, lass gut sein. Gott sieht alles. Und wer sind Sie? Das ist Rita. Sie hat mir geholfen. Sie hat drum gebeten. Lass es gut sein, Rita. Ihre neue Kreditkarte, Ihr Scheckbuch und die Karte für den Automaten. Geben Sie die PIN-Nummer ein. Hey, sie macht es, wie ich es ihr gesagt habe. Oh, ich bin so mächtig stolz. Und nun ist alles in Ordnung. Die Schecks, das Konto, keine Probleme. Gar keine. Sicher? Absolut ja. Na schön, aber Sie werden es nochmal überprüfen. Ui, Sie sind aber ein fleißiges Bienchen. Schon ist Ihr Konto überzogen. Wie ist das möglich? Sie haben mir das gerade erst gegeben, Miss. Nun, Sie haben heute Morgen $5,000 in Tokio verprasst. Ich kann nicht in Tokio gewesen sein, Sie dumme Kuh. Ich war den ganzen Morgen hier bei Ihnen. Mavis, Sie verbinden gerade. Oh, das ist nicht die Rettung. Schnell, schnell, schnell. Ich bin beeilen.
Oh, 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 hallo. Hallo? Hallo? Hallo?